Filter ist Filter. Hauptsache, die Abmessungen passen. Vorsicht, das kann teuer werden. Was wir heute auf der Werkbank haben? Geometrisch gleiche Filter. Jedoch steckt der Teufel im Detail. Mein Name ist Kai und das ist unsere Hengstgarage. Viel Spaß mit dem Video. Ich habe eingangs erwähnt, dass wir geometrisch gleiche Filter im Portfolio haben. Rein theoretisch lassen sich die Filter auch in anderen Anwendungen verbauen. Warum ist das nicht sinnvoll? Manche alternativen Filter sind vielleicht sogar günstiger als der Filter, der in unserem Online-Katalog hinterlegt ist. Die Unterschiede lassen sich in insgesamt drei Gruppen unterteilen. Die Filtrationsperformance, die Beständigkeit der Filter, die Funktion der Filter. Im Folgenden möchte ich euch die drei Punkte erklären. Lasst uns mit der Filtrationsperformance starten. In vielen anderen Videos habe ich über die Filtrationsperformance unserer Filter gesprochen. Es ging immer wieder um die Abscheideleistung von Partikeln, die Staubaufnahmekapazität oder auch den Differenzdruck unserer Filter. Es gibt noch weitere performance-relevante Eigenschaften. Allerdings sind das die drei Top-Eigenschaften vieler Filter. Diese Eigenschaften bestimmen in erster Linie das Wartungsintervall des Motors und sorgen dafür, dass der Motor zwischen den Wartungsintervallen optimal läuft. Das Wartungsintervall wiederum wird durch den Einsatzfall bestimmt. Einfaches Beispiel. Ein LKW fährt im Langstreckenverkehr und ein anderer LKW mit gleichem Motor wird im Baustellenbetrieb eingesetzt. Sehr unterschiedliche Einsatzbedingungen mit einer unterschiedlichen Staubbelastung. Im Langstreckenverkehr eher wenig Staubmenge, allerdings hohe Feinstaubanteile. Auf der Baustelle sehr große Staubmengen mit eher vielen groben Partikeln. In beiden Anwendungen wird geometrisch der gleiche Filter verbaut. Die Filtrationsperformance unterscheidet sich allerdings drastisch. Dadurch kommt es zustande, dass wir unterschiedliche Filtermedien einsetzen, welche auf den Anwendungsfall angepasst sind. Wird das Filtermedium aus dem Langstreckenfahrzeug in das Baustellenfahrzeug eingebaut, führt dies zu einer verringerten Laufzeit. Ein weiterer Punkt, welcher beachtet werden sollte, ist die Beständigkeit der Filter gegenüber Flüssigkeiten. Auch wenn Filter geometrisch gleich sind, kommt es vor, dass wir unterschiedliche Materialien bei Filtern und Dichtungen einsetzen, um den Filter vor aggressiven Ölen und Kraftstoffen zu schützen. Optisch lässt sich das oft nicht erkennen. Es gibt beispielsweise Kraftstofffilter, welche nahezu gleich aussehen, sich jedoch von den Materialien stark unterscheiden. Es gibt Filter, welche in reinem Biodiesel betrieben werden. Hier sind hochwertige Materialien unumgänglich. Auch die Anwendung, also der Motor, spielt eine entscheidende Rolle. Auf der einen Seite haben wir die alten Motoren ohne Turbolader und denen gegenüber stehen die neuen Motoren mit Turbolader, mit Kompressor. Diese Gegebenheiten werden bei der Wahl des Filtermediums berücksichtigt und haben einen Einfluss auf die Langlebigkeit der Filter. Dann haben wir noch die Funktion unserer Filter. Auch wenn unsere Anschraubfilter, also Spin-on-Filter, von außen gleich aussehen, können sich im Filter unterschiedliche Funktionen befinden, die nicht ersichtlich sind. Es gibt geometrisch gleiche Filter, jedoch ist der eine Filter mit Membran und Ventilen ausgerüstet, wobei der andere diese nicht benötigt. Die Einbaulage ist unter anderen Faktoren der Hintergrund. Wenn beispielsweise stehende Filter montiert werden, würde das Öl im Filter ohne Rücklaufsperrmembran bei Motorstillstand in die Ölwanne zurücklaufen. Bei dem nächsten Motorstart vergehen einige Sekunden, bis das Öl wieder hochgepumpt wird. In dieser Zeit läuft der Motor unter Umständen einige Sekunden ohne Öl. Im Filter können auch Ventile verbaut sein, welche einen spezifischen Öffnungsdruck besitzen. Es gibt durchaus Filter, die optisch gleich aussehen. Jedoch besitzen die Ventile unterschiedliche Öffnungsdrücke. Um den gerade beschriebenen Problemen aus dem Weg zu gehen, empfehlen wir die Filter zu verbauen, welche in unserem Online-Katalog auf hengst.com ausgewiesen sind. Übrigens, in unserem Online-Katalog auf hengst.com haben wir euch alle Produkte für eure Fahrzeuge aufgelistet. Der Link zum Online-Katalog ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Unsere Hengst-Serviceteile bekommt ihr in der gewohnten Erstausrüstungsqualität. Wenn ihr noch Fragen zu unseren Filtern habt, schreibt eure Fragen gerne in die Kommentare. Wir beantworten sie dann dort. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert unseren Kanal. Bis bald in der Hengst-Garage.